Miami oder Ibiza ist das, ne? Jetzt habe ich schon wieder übertrieben, weißt du? Das merkt man sofort, wenn man so... Oh Scheiße, das war jetzt zu schnell und dann pfumm, bist du sofort weg. Weil drehen mit dem Ding, das ist... Guck dir das mal an! Du brauchst nur minimal von der Strecke abkommen, ja? Und direkt machst du 380 Milliarden, Alter. 380 vor. Nee, 360. 380, Alter. Was ist denn los mit mir? Was ist denn? Was denn? Was denn? Was denn los mit mir? So, hier kann ich schon wieder reinhauen, weißt du? Ich war jetzt eine Sekunde rausgefahren. So. Plong. Glückwunsch. Das hast du ja ganz gut geschafft. Du bekommst deine Rennlizenz. Jetzt musst du nur noch die gerade freigeschalteten Meisterschaften gewinnen. Viel Glück dabei. Das habe ich dir zu verdanken. Danke, Marco. Scheiße. Akademie verlassen. Modehändler. Ja, da kann ich gleich noch hin. Hingehen. Ja. So. Mein Auto. Nee, nee. Lex Drives. Okay. Innenraum. Hier sind die Schlüssel für dein neues Auto. Oh ja. Da kommt ein vierten auf die Geschwindigkeit, die ich vorher hatte.
An der nächsten Kreuzung biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Hey, Todd hier. Deine Garage muss doch langsam überquellen bei all den Autos, die du angesammelt hast. Wieso sprichst du nicht mit einem Immobilienmakler und siehst, ob du was Größeres bekommen kannst? An der nächsten Kreuzung biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Marco hier, hör zu, ich habe dich nicht trainiert, damit du aus Wettbewerben aussteigst. Ich erwarte dich zur Asphaltmeisterschaft. Auf 200 bin ich dann immer noch. Ey. What the fuck, Alter. Du wirst ein Kategorie B-Fahrzeug für die Dirt-Rennen-Meisterschaft brauchen. Sieh dir mal die örtlichen Händler an. Wenn die nichts Brauchbares haben, sprich mit Jude. Der hat gute Fahrzeuge zum richtigen Preis. Ihr Fahrziel befindet sich noch 1,5 Kilometer entfernt. 288. Ich hab mich sogar voll belogen, Alter. Ich hab sogar mehr 280. Boah, Alter. Sie haben Ihr Fahrziel erreicht. Dieser Autohändler hat sich auf Gebrauchtwagen spezialisiert. Hier können Sie auch die Bonuswagen abholen, wenn Sie einen gewinnen. Nun. Zack. So, jetzt erstmal gucken. Den Tour weg. Ja, ist ja alles nur so. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal durch die Gegend. Und vergrößere meinen Horizont. Können wir mit dem hier auf heiße Sachen machen? Nee, ist ja viel besser. Als der, den ich da zum Üben hatte. Der hält sich vernünftig auf der Straße. Und das zur Hauptsendezeit. Geh zum Bekleidungsgeschäft. Dort wird man dir was Sauberes zum Anziehen geben. Diese Schaltfläche erlaubt es Ihnen, einen Speed-Wettbewerb im Mehrspielermodus zu starten. Biegen Sie rechts ab. Ja, jetzt klingt. In den Innenräumen frei bewegen. In jedem Geschäft werden Sie Verkäufer finden, die Ihnen Zugang zu den Menüs gewähren. Ganz kurze Pause. So, dann sind wir jetzt wieder. Das Glockenläut ging mir richtig auf den Sack. Oh, hab ich mich erschrocken. Warte mal. Every day am Schaff füllen. Yeah.
Putzsonnenbrille erstmal. So, hauen wir mal raus. So eine Sonnenbrille habt ihr? Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Spann mal an, mein Freund. Beste. Was ist denn das für eine Hose, bitte, Alter? Noch viel schlechter hätte man die Grafiken aber auch nicht machen können, ey. Da war ich ja schön Jahre. Leute, ich denke immer, X ist... Perfekt. Das steht dir sehr gut. Ja, ist toll. In diesem Geschäft finden Sie Kleidung und Accessoires, mit denen Sie das Aussehen Ihres Charakters verändern können. Oder so ein alter Zitronenbus. Aber meine Grafikkarte ist noch lange nicht an den Grenzen des Möglichen und Prozessor eigentlich auch nicht.